Moin, meine Lieben, ich schub von VR. Hier ist Mutensen. Letzter Tag an der Location hier gerade auf Lambongan. Aber darum geht's heute nicht, sondern um was sehr Interessantes. Es gibt nämlich für die Pico, gucken wir gleich mal rein, ein PSP-Emulator. Ihr erinnert euch an die gute alte PSP. Ich habe sie auch noch zu Hause rumliegen. In weiß, sehr schönes Stück. Aber wisst ihr was? Ich habe die kaum benutzt, um offizielle PSP-Spiele zu spielen. Ich hatte super viele von diesen UMDs. Hier sind die Filmen, ja? Und ich fand es total genial, weil man die bricken konnte und dann lauter Emulatoren draufspielen konnte. Also auf der PSP habe ich irgendwie alte Atari-Spiele gespielt. Wie kommt ihr an das Ding ran? Es gibt zwei Wege. Hier sind wir bei dem offiziellen PPSSPP-Emulator auf der Webseite, ja. Und dann geht ihr einfach auf Downloads und ihr seht, das gibt's wirklich für alle Systeme. Android, Windows und Quest und Pico, iOS, macOS, Switch, BlackBerry. Mego, was ist das denn? Symbian, habe ich auch schon mal gehört. Pandora, Linux, für alles. Ja. Wir bräuchten von dieser Webseite dann Pico VR APK. Klick, herunterladen, voila. Ein zweiter Weg ist, das habe ich ja schon im letzten Video erwähnt, es gibt auch SideQuest jetzt für die Pico. SideQuest, immer noch derselbe Link, ich gehe mal hin. Hier ladet ihr euch einfach SideQuest runter und SideQuest ist ja ein Tool, das entstanden ist zu Quest-Zeiten. Ja, bei der Quest gab es eigentlich nur den offiziellen Store, da konnte man keine APKs installieren, ohne das Gerät freizuschalten. Und wenn man das gemacht hatte, dann gab es aber SideQuest sozusagen als kleiner alternativer Store für kleine Indies, die nicht in den offiziellen Quest-Store gekommen sind. Ja, später gab es ja dann auf der Quest App Lab, was denselben Job machte, aber da war auch SideQuest schon groß und floriert. Stellt euch das einfach vor wie ein eigenen Store. Ja, die meisten Sachen da sind kostenlos. Allerdings ist der nicht auf die Quest beschränkt, sondern mittlerweile gibt es da auch Pico-Sachen. Das Ding hat sich jetzt hier runtergeladen und ich müsste jetzt nur Open machen und es installieren. Das habe ich aber schon getan, deswegen brauche ich das jetzt nicht nochmal machen. Interessant ist, wenn ihr dann in eure Dateien guckt, Moment, alle Dateien, dann gibt es jetzt hier einen Ordner PSP. Boom. Wenn ihr eure Pico an den Computer anschließt, dann packt ihr alle Games und das ist natürlich der interessante Teil, denn es ist ein Emulator, ja, der simuliert jetzt eine PSP und die Games waren ja auf so einen lustigen UMD-Discs, dann packt ihr alle hier rein. Dafür braucht ihr natürlich Backup-Version eurer eigenen Spiele, die ihr besitzt. Ja, so, hier kommen wir nämlich in eine kleine Grauzone. Es gibt natürlich im Internet super viele Webseiten, die sogenannte ISOs anbieten. Ihr dürft natürlich nur die benutzen, die ihr auch mal offiziell gekauft habt. So ist das. Wie ich zum Beispiel, der sich Wipeout Pulse gekauft hat. Ja, nur damit ihr auch wisst, wie ihr die Spiele da reinbekommt. Alright, und das war's auch schon. Also, ich zeige euch jetzt nochmal, wie es auf SideQuest aussieht, damit ihr auch das wisst. Moment, so, auf SideQuest, wenn ihr das installiert habt, erscheint halt hier auch unter anderem, mittlerweile gibt es schon ein paar Sachen, hier der PSP-Emulator. Ja, dann klickt ihr den hier an und installiert den von hier aus. Also zwei Wege gibt es. Direkt von der PPSSPP-Webseite oder über SideQuest. Wenn ihr eh schon SideQuest installiert habt, dann erscheint das einfach hier und ihr macht es und müsst nicht noch irgendwie über eine externe Webseite gehen. Ist doch dann auch bequemer, ne? Übrigens nach wie vor, das füllt sich hier langsam mit lustigen Sachen, aber einige Sachen sind auch einfach noch nicht für die Pico. Was komisch ist, ich weiß auch von anderen Sachen, die es schon auf SideQuest für Pico gibt, die hier noch nicht erscheinen. Also ganz ausgegoren ist dieses SideQuest-Ding noch nicht, zumindest von dem, was man hier so dann auch sehen kann. Aber die Funktionalität ist da. So, jetzt gucken wir. Wenn ihr den PPSSPP installiert habt, dann erscheint er hier. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Öffnen. Wie gesagt, das ist ein Open-Source-Ding. Das gibt es mittlerweile für alle Plattformen. Unter Spielen sieht man jetzt seine Spiele. Das ist das, was ich in diesen Games-Ordner getan habe. Jetzt gucken wir uns aber mal das erste Ding an. Ich habe hier mal ein paar Sachen runtergeladen, die ich so halbwegs interessant fand. Ja, Killzone Liberation habe ich zum Beispiel damals auch ernsthaft gespielt. Was man aber auch im Hinterkopf behalten muss, der Controller, also die Controls der PSP waren ja ein bisschen anders als der jetzige Standard. Es gab einen Analogstick, dann die vier Digitaltasten, Schultertasten und die üblichen AB-Knöpfe. Also nicht zwei Analogsticks. Ich habe jetzt hier in der Hand, zeige euch es nochmal, die Pico-Controller, ja, und die sind natürlich anders belegt. Das heißt, viele Spiele sind jetzt hier auf den Pico-Controllern ganz komisch belegt. Das könnt ihr euch umstellen. Wenn ihr euch das Leben einfach machen wollt, dann schließt ihr einfach über Bluetooth an die Pico ein Gamepad an. Ne?
Da gibt es ja verschiedene, wenn ihr welche rumliegen habt für Xbox oder PlayStation, könnt ihr das direkt über Bluetooth anschließen. Das wird hier alles unterstützt und ist wahrscheinlich auch die beste Wahl. Dann müsst ihr nämlich nicht auf den VR-Controller in die entsprechenden Sachen suchen. Die sind manchmal wirklich wirr verlegt. Es geht sogar ein Stadia-Pad, ja, wie ich erfahren durfte. Dexter Murphy spielt hier sehr viel auch. Und jetzt gucken wir uns einfach mal, würde ich sagen, das ein Wipeout an. Ich gehe nochmal ins Hauptmenü und gehe in den Einstellungen. Ich habe ja nämlich hier eine Renderauflösung von 6x PSP. Ja, das ist schon abgefahren. Ich mache mal 4x PSP. Das ist nämlich das, was hier defaultmäßig steht, wenn man den Emulator das erste Mal startet. Aber seid gewarnt, das ist auch ganz schön geringe Auflösung. Ja, das sieht dann ganz schön pixelig aus in VR. Mal sehen, ob wir jetzt mehr Frames haben. Ja, ein bisschen. Okay. So, ich drücke jetzt hier mal rechte Trigger-Taste. Die ist X. Wenn ihr in dem Fall ist es bei mir jetzt die linke Grip-Taste drückt, dann schaltet er immer automatisch auf den Bildschirmmodus. Alright. Ah, so, ich bin jetzt im Bildschirmmodus. Der Witz ist diese Strecke. Warte mal, ich muss da kurz Pause machen. Der Witz ist, diese Strecke kenne ich wirklich von dem Wipeout auf der PlayStation 4, das man auch in VR spielen kann. Ja, Wipeout Omega Collection. Total unfassbar geil. Und das ist ganz witzig. Ja, das ist jetzt die Originalstrecke von der PSP. Die hat halt ein Remake in der Omega Collection erfahren. Wir fahren mal eine Runde. So, und das ist jetzt die Bildschirmansicht. Pass mal auf, ich schalte jetzt in VR. So, also kurze Pause nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, wenn die Musik läuft. Ist wahrscheinlich ein bisschen laut. Jetzt, wenn ich nicht die linke Grab-Taste gedrückt habe, bin ich nämlich in VR-Modus. Ja, aber wenn ich hier den Kopf bewege, dann wappelt auch alles ein bisschen rum. Das ist halt so okayisch und auf jeden Fall ist die Auflösung gerade sehr blockig. Ja? Aber es läuft eigentlich recht flüssig. Ja? Man kann die bis zu 8-fach hochstellen. Dann ist es auch wirklich ein schärferes Bild. Allerdings dann ruckelig. Ja? Das muss man entscheiden, was man möchte. Ich bin immer für Schmoof und weniger Auflösung. Fahren wir mal weiter. So, mit der Menütaste kommen wir wieder raus. Okay. Okay, also zusammenfassend so ein Eindruck. Ja? Also Wipeout Pulse ist schon ein Titel gewesen, der zu den Besseren gehörte. Am Bildschirm könnt ihr das immer sauber spielen, ja? Also auf dieser großen Leinwand, die ihr vor euch schwebt. Die Größe der Leinwand und wie nah die ist und so kann man einstellen. Und das ist schon eine tolle Sache. Also ihr könnt quasi mit der Pico, als ob ihr auf einem großen Fernseher spielt, PSP spielen. Das ist ja schon mal an sich geil. Die Option, das in VR zu benutzen, würde ich mal sagen, ist Geschmackssache. Ja? Denn die Spiele sind natürlich nicht darauf vorbereitet. Es gibt manchmal so Clipping-Fehler, ja, da gehen Polygone weg und flackern ein bisschen. Das Ganze habt ihr gesehen, auch jetzt während des Races bricht manchmal von der Performance ein bisschen ein, ja, dann zieht die Musik etc. Es geht, aber ich würde es nicht bei allem empfehlen. Also, das muss man schon wissen. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, klassische Shooter, ja, die waren ja sowieso ein bisschen komisch steuerbar auf der PSP. Ich habe mir nämlich hier Resistance Retribution und auch ein Call of Duty mal angeguckt. Das kann man voll vergessen mit den Controllern, die ich hier habe. Mit einem Gamepad könnte das gut laufen, aber die Belegung auf den normalen Controllern, die ist einfach Irrsinn. Das kann man voll knicken. Jetzt gucken wir uns aber mal kurz Gran Turismo an. Der Klassiker. Gran Turismo. We recommend that you first visit the driving challenge to hone your driving skills. Na gut. Thank you.
kann ja eh noch nicht viel aussuchen. Ich nehme einfach das Auto. Könnte auch nett sein. Los geht's. Boah. Ready? Also der sieht sogar für PSP-Verhältnisse schon ganz gut aus. Aber seht ihr das? Da oben. Oh, also, wie gesagt, für VR. Schwierig. Wenn ich die linke Grip-Taste drücke, habe ich halt immer das 2D-Bild. Ne? Also da läuft immer alles perfekt. Los geht's. Start! Also in dem Kinomodus, ja, hier, da sieht es wirklich gut aus und scharf und läuft halt perfekt. In VR seht ihr es ganz schön bröselig. Ja. Yeah, so. Grand Theft Auto, das kommt ja offiziell für die Quest raus. Auf der Pico könnt ihr es jetzt schon spielen. Jerry, hä? Huh? Jetzt sieht man den Unterschied, ne? Also das hier ist VR, hey, sehr blurry. Why did you sign up, das Bildschirm. Huh? To stay out of jail, because you like getting shouted at, huh? What makes you polish your boots and put bullets in your guns in the hopes that maybe you get to shoot someone, huh? So, ich muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass ich dieses Spiel noch nie gespielt habe. Das ist jetzt GTA... Vice City oder was war das? Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, jetzt in VR. Boom. Es geht sogar, ne? Was ist das denn hier? Wow. Woo. So, aber das Spiel verhält sich sogar in VR noch ganz okay, finde ich. Das Schöne ist ja, ihr könnt jetzt mal eure ganzen Lieblingsspiele durchtesten, wie euch die gefallen. Ich würde mal als Fazit von diesem PlayStation Portable Emulator sagen, das ist eine geile Geschichte, wenn man über Bluetooth einen Controller an die Pico angeschlossen hat und einfach in diesem großen Kinoleinwandmodus spielen möchte. Ja, das ist ja auch tatsächlich ein schönes Add-on zu den Sachen, die man machen kann. Aber in VR ist es halt schwierig. Racing Games gehen. Performance muss man halt selber entscheiden, was man da findet für Einstellungen, die einem passen. Racing Games gehen, weil man nur steuern und Gas geben muss und bremsen und so. Da ist nicht so viel los. Alle anderen Spiele werden zumindest mit den Pico 4 Controllern ein bisschen haarig. Sind meistens von der Performance auch echt hart an der Grenze. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ja, warum nicht? Dann würde ich sagen, das war's für diese Geschichte. Meine Lieben, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreibt mir mal euer Lieblingsspiel von der PSP, ja? Das würde mich mal interessieren. Ich habe auf einem Dreamcast übrigens wie ein verrückter Phantasy Star Online gesuchtet, aber auf einer PSP dann irgendwie nicht mehr. Also so viele kommerzielle Spiele habe ich auf der PSP nie gespielt, aber interessant zu sehen, dass es da einen Emulator gibt, der auch schon auf der Pico läuft. Sehr geile Geschichte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir jetzt ein Däumchen unter das Video gebt. Und wie gesagt, sagt mir mal, welches euer PSP-Lieblingsspiel war. Und im Zweifelsfall, wenn ihr es schon dann getestet habt auf der Pico, wie das so läuft, ja, können wir hier mal so eine kleine Liste machen für alle Leute, die vielleicht auch eine Empfehlung für ein tolles Spiel brauchen. Community Power. Abo habe ich schon gesagt, Däumchen habe ich schon gesagt. Jetzt bin ich aber endgültig raus. Bis dann, zum Tense Move von VR. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und dann bin ich das nächste Mal für euch da. Ciao, ciao. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tenzin Mo von VR. Mo von